vorbei mit eurer Heuchelei. Ihr habt Angst vor uns und braucht die Polizei seit November. Dabei gehören zu keiner Partei, das ist die Mitte der Gesellschaft und wir führen uns sie frei. Von der Impfung Nummer 3, es kommt Welle Nummer 4. Da kam doch was nicht stimmt, ich hab nicht mal studiert. Doch ich habe kapiert, was sie sagen, das verwirrt. Hospitalisierungsinzidenzen, bis man sich verirrt. Ich komme aus der Dunkelheit, verstehen kann ich's nicht. Wann ist es nur passiert, wir tragen Masken im Gesicht. Doch das hier bin ich und ich zeige mein Gesicht. Egal was ihr macht, denn schweigen werde ich nicht. Habt ihr euch mal überlegt, wo das alles enden soll? Verbrechen an der Menschlichkeit, wir haben jetzt die Schnauze voll. Darum stehen 100.000 draußen auf den Straßen. Mittlerweile sind es viele und sie haben was zu sagen. Häuptling meiner Heimat, wir sind die kleinste Großstadt. Ihr habt Angst vor uns, deshalb verändert sich die Tonart. Was habt ihr gedacht, dass wir jetzt alle leise sind? Gefolgt von Maßnahmen, die allesamt nur scheiße sind. Nein, wir sind nicht alle blind, doch Finger weg von meinem Kind. Da kenne ich keinen Spaß und das nehme ich auch nicht hin. Und weil wir viele sind, kann man uns nicht ignorieren. Weil Versammeln nicht mehr geht, gehen wir ab heute spazieren. Denn ich sag es deutlich, ihr könnt bieten, was ihr wollt, doch ich bin nicht käuflich. Was mich enttäuscht ist, viele sind dagegen, bleiben vor der Glotze sitzen und wollen sie nicht bewegen. Doch ich muss darüber reden, denn es geht um unser Leben, das bestimmt wird von irgendwelchen dummen Regeln. Spürst du den Regen auf dem Weg Richtung Sonne? Der Grund, warum ich kämpfe, ist der, woher ich komme. Meine Lasten wogen Tonnen, doch ich hab sie abgeworfen. Das letzte bisschen Hoffnung ist in mir fast gestorben. Seit dem 10.11. habe ich verdammt viele Sorgen. Wochen kaum geschlafen, immer wieder Angst vor morgen. Doch ich mach da nicht mit. Keiner kann uns stoppen, sie versuchen eine allgemeine Impfpflicht anzuordnen. Ich will hier weg, wär so gern an anderen Orten. Denn heute frage ich mich, was ist aus unserem Land geworden? Und Versager, ich spreche hier als Mensch, Pfleger und auch Vater. Dass ihr lügt, wird immer klarer, doch wir sind einfach nicht schlagbar. Seid ihr bereit, etwas zu schaffen, was noch niemals da war? Schluss mit dem Gelaber, wir machen uns jetzt stark, klar, raus auf die Straßen, denn das Leben ist unbezahlbar. Seht ihr uns da stehen, wir gehen Hand in Hand, wir bleiben friedlich, trotzdem wächst der Widerstand. Das geht an die Polizei, ich hoffe, ihr habt erkannt, wir sind nicht kriminell, stehen mit dem Rücken an der Wand. Es dauert nicht mehr lang, dann habt auch ihr den Zwang, deshalb fordere ich euch auf, schließt euch uns jetzt an, wir stehen hier für Freiheit. Wären gerne selbstbestimmt, wir lassen es nicht zu, dass man uns die Rechte nimmt. Also bitte hör mir zu, hör doch nur mal richtig hin. Wie ist deine Antwort auf die Frage, wo unsere Rechte sind? Aus der Reihe getanzt. Ohne Einkaufswagen wollte er den Einkauf tragen und schon wurde er von allen Seiten angeranzt. Und die Familie auf einem Ausflug an den See. Sie wurden angegriffen und ausgepfiffen, denn das Kennzeichen war für die Einwohner nicht okay. Leute brüllten Querdenker, Leerdenker, Covid-Idioten und sie drohten mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht wieder verpufft. Es ist so effektiv, dieses Kollektiv aus Pflichtbesessenen, von Unvergessenen und die so dreckig bellen, um die Meute ruhig zu stellen. Wenn doch mal jemand versehentlich den Mund aufmacht und mal was hinterfragt, beginnt die Hexenjagd und dann wird auch gleich der Scheiterhaufen entfacht. Und da steht er nun im Kreuzfeuer der Kritik und muss sich läutern lassen von den Medienmassen, denn um die Köpfe herrscht längst ein Meinungskrieg.
Presse schrieb von Querdenkern, Leerdenkern, Covidioten, und sie drohten mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht wieder verpufft. Es ist so effektiv, dieses Kollektiv aus Pflichtbesessenen, von Unvergessenen, Hunden, die so dreckig bellen, um die Meute ruhig zu stellen. Ist die allererste Bürgerpflicht. Immer schön desinfizieren gegen Gewohnheitsviren, doch ganz sauber seid ihr alle selber nicht. Denn wer nicht mitmacht, den bestraft ihr richtig streng. Schickt ihn auf kurzer Strecke in die rechte Ecke und erkennt nicht, da wird es mittlerweile eng. Alle brüllten Querdenker, Leerdenker, Covidioten, und sie drohten mit den Fäusten in der Luft, damit auch ja die Wut nicht wieder verpufft. Es ist so effektiv, dieses Kollektiv aus Pflichtbesessenen, Vernunftvergessenen, Hunden, die so dreckig bellen, um die Meute ruhig zu stellen. Das Drama weiter seinen Lauf. Wenn die Kugeln fliegen, bleiben die Schlauen liegen. Doch wieder nur die Dummen auf. Nur ein paar Wochen noch, dann sehen wir doch schon wieder Licht. Mit gefalteten Händen wird zum Guten sich wenden. Du kannst verzweifeln, aber zweifeln darfst du nicht. Sei doch kein Querdenker, Leerdenker, Covidiot, sonst wirst du bedroht mit den Fäusten in der Luft. Und dieser Wut, die nie verpufft, es ist so effektiv, dieses Kollektiv aus Pflichtbesessenen, von Unvergessenen, Hunden, die so dreckig bellen, um die Meute ruhig zu stellen.